Weißt du, was ich will? Nee. Nee? Was denn? Wo ist das denn so dunkel jetzt hier drin? Scheiße. Sie sprachen im letzten Video sehr oft Verordnung der BG an. Ja. Haben Sie da Konfliktpunkte, über die Sie sprechen möchten, um das wirklich verarbeiten zu können? Was ist? Du klingst wie mein Therapeut. Ach, du hast einen Therapeut? Ja, das... Warum ist das denn so dunkel jetzt hier? Weil wir im Schatten stehen. Das war jetzt ein kurzer Shortcut. Shortcut? Ja. Willst du fahren dabei? Nicht, dass wir irgendwo gegenfahren. Wenn du über deine Erfahrung sprichst, deine Erlebnisse. Ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen mit der BG. Aber? Aber auch ein paar schlechte. Ich bin eigentlich ein totaler Freund von Arbeitssicherheit. Unsere Gebäudereinigung ist sogar AMS-Bau-zertifiziert. Das heißt, wir haben ein Arbeitsschutzmanagement, was wir von der BG haben zertifizieren lassen. Das haben nicht so viele. Okay. Also Arbeitssicherheit wird bei uns sehr, sehr groß geschrieben. Aber der eine oder andere von der BG geht mir ziemlich auf den Sack manchmal. Ich habe das jetzt gerade wieder auf der Messe kennengelernt. Hattest du mal einen bei dir am Stand von der BG? Ja, mehrere. Also, ja? Ja, klar. Und die haben dann gleich gesagt, ich bin von der BG, ich habe ein paar Fragen? Nee, nein, eben nicht. Die kommen zu dir und tun so, als wären sie Kunden. Und irgendwann dämmert es dir so, denkst du, der stellt aber komische Fragen. Und dann sag ich, sie sind doch von der BG, ne? Ja. Und freuen sie sich immer richtig, ne? Ja. Ich sag, warum sagt ihr das nicht gleich? Dann können wir doch ganz offen miteinander sprechen. Nein, dann versuchen die erstmal so ein paar Sachen rauszufinden. Ja, wie lange kann man denn damit arbeiten? Wie ist das denn bei Arbeiten mit Wind? Und so weiter. Ich sag, hören Sie, wir haben natürlich, umso leichter und länger die Stangen werden, desto größer wird das Thema Wind. Umso höher ich arbeite, desto eher muss ich gucken, dass ich auch meine Pausen mache oder dass ich mich mal abwechsel und so weiter. Das ist alles ganz normal, aber stell doch die Fragen direkt und wir können doch zusammen darüber in Dialog gehen. Aber fang doch nicht so einen komischen Scheiß an. Entschuldigung, meine Wortwahl. Da brennt's mir, da kriege ich hier direkt die... Ne? Fang doch nicht an, dich als Kunde auszugeben und dann, ich bin von der BG. Das ist scheiße, finde ich nicht gut. Ja, und dann auch die Einstellung. Es gibt Leute von der BG, wir haben ja, seit wir das Messegeschäft machen, ich hatte das bestimmt fünfmal, ungelogen, fünf Leute am Stand, die immer die gleiche Masche, Kunde, ne, und dann hinterher noch von der BG gewesen. Da waren ein, zwei bei, mit denen konnte man echt gut reden. Aber die meisten suchen nur Negatives. Ja, die suchen nur Negatives. Und das Thema, das, was in Deutschland ja auch immer Thema ist, dieses gleich erstmal alles regulieren wollen. Ja, also mal gucken. Na, also da kann man nicht länger als 2 Stunden mitarbeiten und nicht länger als in der Höhe. Und. Ich sag, was gibt's denn hier schon? Gibt es schon die Berufskrankheit Osmosereinigung? Oder was ist das schon irgendwie? So lange gibt es das doch noch gar nicht auf dem Markt. Und dann glauben die auch, dass wir unsere Mitarbeiter einfach alle verschleißen oder was. Und wir nehmen uns dann den nächsten aus dem Regal, wenn der irgendwie kaputten Nacken hat. Oder das ist ja nicht so. Wir versuchen ja schon, und das ist die Regel, in irgendeiner Form da gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und auch das Thema Arbeitssicherheit ist absolut wichtig. Und deswegen sind wir glücklich als Arbeitgeber darüber, dass wir das Thema Stangenarbeit haben und dadurch auch Leiterarbeiten reduzieren. Es ging ja explizit um den Waschpack, der ja nochmal arbeitsergonomisch wertvoll sein soll. Genau, wollen die gar nichts von wissen vom Waschpack. Wenn sie die Brille aufhaben, hier diese Prisma-Brille, um nach oben zu schauen, dann haben sie ihr Sichtfeld nicht und da stehen bestimmt überall offene Gullis und da fallen sie dann rein und der Waschpack, ach, das bringt ja auch nichts und was machen sie bei Wind und das funktioniert ja auch nicht, das ist ja nur eine Zugentlastung, aber das hilft nicht bei den Seitenführungskräften. Ja, BG, das ist alles richtig und es gibt auch da Probleme, aber lassen Sie uns doch erstmal die Probleme rausfinden und dann wird sich, die Arbeitgeber werden sich auch darauf einstellen und die werden auch das Feedback der Mitarbeiter ernst nehmen und die werden auch sagen, wenn der Mitarbeiter sagt, heute ist zu viel Wind zum Arbeiten mit der Teleskopstange, dann glaube ich dem Mitarbeiter das. Dann stehe ich nicht hinter dem und sage, du musst jetzt aber hier bei Windstärke 8 trotzdem deine Quadratmeter schaffen. Es ist doch nicht so. Ne? So und warum ist die BG dann da so mit dem Fingerzeig und sagt, ihr Arbeitgeber, und das ist nicht gut. Das kann ich nicht verstehen. Also dieses Regulieren an Stellen, wo es aus meiner Sicht nicht nötig ist, weil es nicht so ist, dass wir in der Situation sind, dass wir unsere Mitarbeiter verschleißen können und dann einfach den nächsten aus dem Regal nehmen. Wir müssen nämlich heute sehr, sehr behutsam mit unseren Mitarbeitern und mit den Arbeitskräften umgehen, die wir haben und müssen die pfleglich behandeln. Und dazu gehört halt auch, entsprechende Arbeitsbedingungen zu schaffen und auch mal darauf zu hören, was die für ein Feedback geben. Und das ist so meine Grundeinstellung dazu. Und dann kommen halt diese Leute an, geben sich als Kunden aus, wissen alles besser, haben selber noch nie eine Stange in der Hand gehabt und meinen jetzt schon... Wirklich noch nie eine Stange in der Hand. Ja, da waren Leute, die... Wollen die auch nicht. Ich habe ihnen gesagt, wollen sie mal die Stange? Nee, will ich nicht in der Hand nehmen. Ja, dann, warum quatscht du da mit mir? Warum erzählst du mir dann, dass das alles nicht funktioniert? Probier's doch. Ich habe dem gesagt, ich kann mit der Stange, die ich in dem Augenblick in der Hand hatte, das war die Extreme,
die Extreme auf 12 Meter, habe ich gesagt, da kann ich den ganzen Tag mit arbeiten. Niemals. Keine 20 Minuten, sagt er zu mir. Ja, das ist aber komisch. Ich bin schon seit 40 Minuten gerade hier an der Fassade dran. Was mache ich denn da anders? Ich sage, probieren Sie das doch bitte mal aus. Wir haben hier 2 Kilo in der Hand auf 12 Meter und das ist überhaupt kein Thema. Ja, wollte er nicht von wissen. Ja, und das sind einfach Sachen, da kriege ich Plack. Da kriege ich hier oben, ne, so. Und weil das einfach anders aus meiner Sicht funktioniert. Und ich habe eher einen umgekehrten, eine umgekehrte Beobachtung. Ich glaube eher, dass die Arbeitgeber ganz häufig hergehen und viele gute Arbeitsbedingungen schaffen, aber die Mitarbeiter das nicht so tragen. Das fängt ja bei dem Thema Gummistiefel an. Schick mal einen los, der soll eine Hochdruckreinigung machen von, ich sag mal, einer Terrasse. Ja, dann packt der Gummistiefel ein, vielleicht packt er sie ein, aber zieht er sie an? Nee, er versucht das erstmal so. So, und dann sind nach 10 Minuten die Sneaker komplett durchgenässt oder was auch immer. Im besten Fall hat er Arbeitsschuhe an, aber auch die halten das Wasser nicht ab. Ah, jetzt brauche ich auch keine Gummistiefel mehr. So, die kommen nämlich alle wieder nass nach Hause, obwohl eine Schutzhose, Regenschutzhose, Gummistiefel und alles vorhanden ist. Die nehmen es einfach auch nicht mit. Das gleiche gilt für den Waschbak. Ich kenne ganz viele Arbeitgeber, die sagen, ich möchte den Waschbak für meine Mitarbeiter. Ich möchte, dass die nicht den ganzen Tag diese Last haben. Aber die teilen die Erfahrung ganz häufig, er wird nicht mitgenommen. Er wird nicht angezogen, er sieht ja irgendwie doof aus. So. Und das ist ein anderes Thema. Also da würde ich sagen, das spiegeln eher so die Erfahrungen wider. Und es sind nicht die Arbeitgeber immer die Doofen und die Buhmänner, die Mitarbeiter durchheizen nur dafür, damit wir, wer weiß, was für Quadratmeter machen. Es ist einfach faktisch nicht so. Und ich mag das immer nicht, wenn die BG, die kannst du auch in einen Sack tun mit der Gewerkschaft, die immer in dieses Horn blasen und immer wieder sagen, du, ihr bösen Arbeitgeber, und das geht so nicht und das funktioniert alles so nicht. Es reguliert sich auch ein Stück weit alles von selbst. Und wie gesagt, wir sind nicht mehr in der Situation, dass die Mitarbeiter bei uns Schlange stehen. Wir versuchen, und da spreche ich für viele Arbeitgeber, es gibt mit Sicherheit schwarze Schafe dabei, aber da spreche ich für viele oder die meisten, die gut mit ihren Leuten umgehen und die auch mal darauf hören, aufs Feedback und die Arbeitsbedingungen entsprechend anpassen, sodass jeder gut durch den Tag kommt und das ist und auch gesund bleibt, weil wir nichts davon haben, dass wir Berufskrankheiten haben und. Also es liegt im Interesse eines jeden Chefs. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen darunter schreiben, ob ihr das entsprechend teilt, ob es eher eure Firmen sind, die keinen Wert darauf legen, dass ihr euch schützt, oder eure Chefs sind, die keinen Wert darauf legen, ob ihr euch schützt, oder ob ihr selbst vielleicht ein bisschen nachlässig damit seid, ob ihr euch entsprechend schützt. Das würde mich mal interessieren, wie da so die Stimmung ist bei euch, und schreibt das einfach mal in den Kommentaren, da bin ich echt neugierig. Ja, meine Meinung dazu ist, Arbeitsschutz ist absolut wichtig. Ich möchte nur einen kleinen Vergleich sagen. Man muss, und da muss jeder Gebäudereiniger oder jeder Glasreiniger mal drüber nachdenken. Und das ist das, was ich meinen Mitarbeitern allen erzähle. Der Arbeitsschutz in der Gebäudereinigung ist deswegen aus meiner Sicht so wichtig, weil es nicht im Verhältnis steht, dass ich für eine saubere Scheibe oder was auch immer, für ein Reinigungsergebnis meine Gesundheit aufs Spiel setze oder mein Leben auch im schlimmsten Fall riskiere. Wenn ich auf einen Wintergarten trete, der ungesichert ist, meinetwegen im zweiten OG, und ich sichere mich nicht, weil ich meine, ich muss das nicht, und ich falle hin und verletze mich schwer, dann habe ich das am Ende getan für ein sauberes Fenster. Jetzt mal eine andere Verhältnismäßigkeit. Ein Mitarbeiter arbeitet in einem Atomkraftwerk und er sieht, wie der Reaktor ein Loch bekommt. Und jetzt läuft er ganz schnell hin und drückt mit seinem Finger darauf, auf dieses Loch, damit nichts Schlimmeres passiert. Er selber ist verstrahlt und glüht, aber 100.000 andere Menschen konnten. Also das ist ein Verhältnis, wo ich sage, da können wir mal drüber nachdenken, wenn man 100.000 Leben rettet, dass man die Arbeitssicherheitsvorschriften hier und da vielleicht mal außer Acht lässt, aber bitte nicht für ein sauberes Fenster oder eine saubere Fassade oder ein sauberes Dach. Es geht hier nur um Sauberkeit. Davon ist keiner abhängig. Oder ihr müsst die entsprechende eigene Verantwortung mitbringen und zu sagen, ich mache das hier und ich möchte heute Abend gesund zu Frau und Kind nach Hause kommen und deswegen ziehe ich meine Gummistiefel an, ich schütze meine Haut, ich schütze meine Augen und ich sichere mich und ich benutze die Leiter entsprechend, wie ich das meine, dass das richtig ist, und mache zumindest alles dafür, damit ich gesund abends nach Hause komme. Und da sollte jeder auch ein Stück weit Eigenbewusstsein zu haben. Also das mal als Ansprache grundsätzlich. Ich bin großer Freund davon, dass man sicher arbeitet. Das hat jetzt nichts mit meiner Meinung zur BG zu tun. Das ist einfach nur die Herangehensweise und die Art, wie die BG mit uns umgeht, hier und da. Und dieses Regulatorische oder Überregulatorische, das sind Themen, die mich wirklich auf die Palme bringen. Aber grundsätzlich, Arbeitssicherheit muss sein. Ne? Und in diesem Sinne hat Tom mich jetzt gerade auf den richtigen Fuß erwischt. Ihr merkt, das ist ein Herzensthema. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Bleibt sauber.
dass wir bald ein Atomkraftwerk besichtigen. Ach ja. Da hat jemand die Funktionsweise überhaupt nicht verstanden, glaube ich. Aber du kannst mir folgen, ne? Mit dieser, also, ja, ja. Kann dir folgen, halt, dass einer auf den, wenn der Reaktor ein Loch kriegt, dass man er muss das drückt. Immer. Ja. Man muss halt immer ins Verhältnis setzen. Folgen. Man muss das immer ins Verhältnis setzen. Und ich habe am Ende des Tages einfach nur eine saubere Scheibe mehr oder weniger. Und dafür muss ich mein Leben halt nicht riskieren oder meine Gesundheit riskieren. Das ist einfach in diesem Sinne. Einfach mal drüber nachdenken und sicher bleiben und trotzdem sauber. Ja. Ey, schreibt auf jeden Fall Kommentare drunter, ne? Bis dann.